Es ist Sonntag und heute bleibt die Küche mehr oder minder kalt. Heute gibt es einen Kuchen. Ich werde heute einen Apfelkuchen machen. Ich will euch einmal kurz... Okay, nicht das beste Intro, was ich bisher gemacht habe, aber gut, ich werde es noch ein bisschen schneiden. Gut, wir fangen an mit Mehl. Wir fangen heute mit dem Boden an. Macht ja Sinn. Für den Boden brauchen wir etwa 150 bis 200 Gramm Mehl. Wir brauchen Zucker. Wir brauchen etwa 100, 125 Gramm Panenzucker. Das sollte ich schon getan haben. Wir brauchen einen ordentlichen Hub Margarine oder Butter. Das bleibt euch überlassen. Etwa 125 Gramm, ja, bisschen noch. So, und dann brauchen wir noch zwei Eier. Die Eier sind drin. Jetzt brauchen wir etwa einen Teelöffel Backpulver. So, die Konsistenz gefällt mir schon ganz gut. Äpfel schälen. Da gibt es nicht viel zu erzählen, einfach machen. Für die Leute, die beim Schälen nicht ganz so flink sind, wenn ihr nicht wollt, dass die Äpfel braun werden, kann ich euch einen kleinen Tipp geben. Füllt die Schale mit Wasser und haut ein bisschen von der Zitronenwürze oder Salz rein. Oh. Aber das Kerngehäuse rausschneiden, die Enden ab. So, nach ein paar Minuten sieht das dann so aus. Ich habe die Äpfel etwa so dick geschnitten, so Zentimeter dick etwa. Ganz dünn müssen sie nicht geschnitten werden, jedenfalls nicht für meinen Apfelkuchen. So, ich fange jetzt an mit der Quarkfüllung. Ich habe hier schon mal 1 Kilo Quark und ca. 250 Gramm Zucker. Dann kommen hier gut 200 Gramm Stärke rein. Das wird also schon ein bisschen mehr. Lasst noch ein bisschen Platz am Rand, denn wir kriegen ja noch ein bisschen mehr Volumen durch die Äpfel. Ich habe ein bisschen was überbehalten, aber keine Sorge, auch dafür finden wir noch Platz. So, jetzt fange ich an, da die Äpfel reinzudrücken, rein zu manchen. Da könnt ihr links, rechts, geradeaus machen, wie ihr wollt. Ich mache da eigentlich immer so eine schön klein rein hier. Ups. Jetzt habe ich ja den größten Teil der Äpfel auch reingearbeitet. Jetzt habe ich ja noch ein bisschen was von der Quarkfüllung rüber.
größte Problem nachher wird sein, den ordentlich aus der Form rauszukriegen. Da wendet sich eine Technik, die naja, wahrscheinlich bekannt ist. Man verwendet ein sogenanntes Opferstück, aber das zeige ich euch dann nachher. Wir sind mit dem Kuchen noch nicht fertig. Ich habe den Ofen jetzt vorgeheizt, etwa 170 Grad. Und jetzt kommt der Ofen etwa eine Dreiviertelstunde lang in den Ofen. Ich habe den jetzt reingehauen. Wie gesagt, also beim Quarkkuchen ist immer die Gefahr, dass der ein bisschen über die Form rüberläuft, besonders wenn man ihn so hoch macht. Deswegen habe ich hier wieder Backpapier drunter, damit das nicht ganz so versaut. Aber notfalls, man kann den Herd ja auch sauber machen. Oha! Das könnte knapp werden, aber ich lasse mich überraschen. Ja, langsam kommt das Schwein. So, dann holen wir das Blümmelchen dann noch kurz raus. Masse. Verdammt bin ich gut. Nope. Jetzt kommt noch das Wichtigste. Oh yeah. Ein bisschen Zimt und Zucker. Soll ja auch schmecken, ne? Also das hier ist auch nur optional, keine Obligation, obwohl es ist langsam kalt genug, da geht's hin. Der Zucker und der Zimt machen die Oberfläche noch ein bisschen härter. Wie gesagt, das könnt ihr machen, ihr könnt es lassen, wie ihr wollt. Gibt ihr ernsthaft Leute, die mögen keinen Zucker und kein Zimt? Viel? Dann backt auch gefälligst kein Kuchen. Muschis. So. Dann geben wir dem Hund noch etwa eine Viertelstunde und dann ist er fertig. Oder mal gucken. Nein, zu groß. Ja, da klebt nichts mehr dran. Mit anderen Worten, das Ding ist durch. Ja, da haben wir den Kuchen. Fertig, richtig schön saftig. Ich habe mal kurz, also knackt auch schön. Ja, Entschuldigung, ich lasse den Kuchen jetzt ein bisschen abkühlen, so etwa eine Stunde. Dann werde ich mal das erste Opferstück antesten und dann mal gucken, wie das geworden ist. Nicht so geizig, Herr Maschke. So. Ich habe jetzt etwa 2 Stunden Zeit ins Land gehen lassen.
Jetzt werde ich mal mein sogenanntes Opferstück raustrennen. So, einmal beten und ganz laut Scheiße schreien. Also, da habe ich nicht sauber genug geschnitten, aber das ist nicht weiter dramatisch. Ja, so sieht das Schwein aus. Ja, so haben wir einen leckeren Quarkkuchen mit richtig geilen Apfel. So, ich werde den wieder reinfriemeln, weil jetzt ist gerade mal 13 Uhr durch. So ein bisschen abkühlen lasse ich den dann doch noch. Meine Nachbarin hat sich in 2 Stunden angekündigt. Ich werde dann Kaffee kochen und noch schönen Sonntag haben. Den wünsche ich euch auch. Bis dann.